Und willkommen zurück zu Let's Play Landwirtschaftssimulator 32 Titan. Letztes Mal sind wir stehen geblieben und ihr seht, ich habe mir endlich diesen ES-Limiter heißt er, geholt. Und jetzt wollen wir den ersten Park Kamau hochsetzen. Ja, das ist dramatisch. Ah, hier, hier. Ne, komm hier. Genau, Luft einstreichen. Wir müssen jetzt erstmal abtanken. So. Und dann, ja. Wir haben uns auch wieder langsam ans Schlafen geben. Auch wenn noch ein bisschen Zeit lang, glaube ich. Aber irgendwie da hoch kommt Zeit noch grad. So. Dann auch gleich voll. So. Mal gucken. Ja. Hiermit werden wir auf jeden Fall diese Folge fertig. Das ist nochmal was Schönes. Und der fährt weiter. Ein paar kmh mehr drauf. Genauso werden wir uns jetzt den Schwader schnappen. Und werden. Die auch weitermachen. So. Okay. Ich bin auch nicht gespannt, da noch mehr drauf. Ja. Hier noch 60. Das ist 60 meistens guter Wert. Ja, das ist dann noch einmal frei. Ah ja, ich weiß. So, ja. Das ist fertig, aber. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich hoffe, ich stimme, was ich da gerechnet habe. In der letzten Folge mit dem, wir hier von Deutschland haben. Von den, ach, sag schnell. Einnehmen hier mit dem Strom. Hier mit der Gerste. Aber ich bin ja sehr zuversichtlich eigentlich. Zuversichtlich eigentlich. Ja, ja, ich weiß, es war ein bisschen schnell. Ich hoffe, noch ein paar Kammern. Und dann nehme ich noch 29. Oh, der ist voll, sehe ich gerade. Das ist gerade wichtiger. Und sonst verbrennt er noch mein ganzes schönes Geld. Ich hab sowieso kaum was davon. So. Da muss ich dann ein bisschen auch ins Flash voll werden hier. Ich hab auch rein. Ihr Besitz. Gib mir rein. 21.000, also bei 22.000 ist Schluss. Da denkt man, wenn wir auch gerade mitfahren. So. Gerade mich hier an die Seite vorgesetzt. Problem ist nur, da steht der Deutsch. Haha! Da habe ich ja wieder ins Klo gegriffen, sag ich jetzt mal. Komm, schwenk aus, mach schon. So, super. Okay. Oh, ach, da hast du voll noch gar nicht verloren. So. Aber auch jetzt reichen hier. So, so. War dann Rohr aus. So. Wunderbar, ich danke schön. Was hatte ich gesagt? Mühle, ne? Mühle, ja.
hier noch der Weg. Da, da ist der Weg. Wunderbar. Jetzt bin ich mal gespannt, wie ich hier durchkomme. Warum ich ja muss durchkommen durch die scheiß Bäume. Sonst muss ich nur was in die Cockpit an sich gehen. So fahre ich auch wieder nicht. Hier fährt er auch bis. Aber nicht. Ich dachte, der Fett hat er hier ein bisschen geändert. Hat er aber nicht. Abgesehen von der Person, die da jetzt fehlt. Naja, was soll's. So. Manche aber auch überall neue Pflaster, neues Pflaster gelegt, ne? War bestimmt nicht billig. So. Auf 42.000, das ist, was ich haben will. Vielleicht sieht es aber nicht, ob ich das immer noch Sachen verkaufe. Wird das eigentlich passen. Hoffentlich zumindest mal. Oh, ach, da sind wir doch schon da. So. Wir müssen hier den Streck kaufen jetzt. Mal sehen, ob wir nachher haben schon. So, aha, aha. So. Und dann Übergleich holen war. Vorher, bevor wir damit aber anfangen, werden wir unten hier das Stroh einsammeln und neu einsehen. Dieser den Helfer einsehen lassen nachher. Denn dann kann das schon mal passieren, während wir oben am Arbeiten sind. Und vielleicht ist das nett. So, die Kacke denn hier. So. Hat schon eben noch relativ lang gefahren bin. Müssen wir damit abfinden. Das hat der kleine Nachteil mit der Map, aber. Ja. Ich werde nachher über die Stil auspacken will und Bäume abknallen will. Naja. So. Kann der mal gerade hier abtanken? Das ist schon letztes. Letzte, vorletzte Spur. So, während der Abtank, werde ich mal gerade das Headset ab und die Tür mal gerade spart aufmachen. Einen Moment mal gerade. Reicht, wenn ich den Rest einfach in ein Dings reinknalle und da fällt mir gerade ein, hat der da überhaupt, haben wir aber oben überhaupt ein Strohlager? Wir müssen erst gleich gucken, wenn wir den Schwader wegbringen. Da ich ehrlich noch gar nicht drauf geguckt, ob wir überhaupt normale Strohschweine haben. Ansonsten fahren wir gerade zum Strohhäcksler runter. Strohkraftwerk, ist ja egal, ob wir jetzt da mit Stroh so reinknallen oder mit Ballen reinknallen. So gesehen kommt jetzt selber raus. Geld, Geld, nochmal Geld. Muss ich nochmal abtanken oder muss ich nicht nochmal abtanken? Sieht aber gut aus. Frage ist nicht nur ein Problem, ich habe kein Frontgewicht. Da werde ich mir noch ein Frontgewicht besäuen. Und ich werde dann einen den. Der geht ja gar nicht. Ich werde beide zwei Frontgewichte haben. Einmal für den, einmal für den. Aha. Man sieht ja Kostenfrontgewische heutzutage. So.
machen jetzt den einmal gerade. So. Ne? Auch gerade sagen, wieso macht er das denn nicht jetzt? So, passt das da jetzt oder hab ich da ein Problem? Da muss ich aufpassen. So. Ja, mit Feld 1 schon mal durch. So. Einmal rücksetzen. Und dann auch von vorne. So, dann haben wir noch eine Spur sind wir durch. Vorher aber, wenn wir gerade den hier auf Seite fahren, gerade den eine Dinger holen, den einen den Hänger und das Frontgewicht, ist der hier fertig. Jetzt muss ich mir das Stroh verkaufen, kommt das neue Frontgewicht, die Silage danach, ja. Genau. So machen wir es. Das geht nur noch mal schneller, ne? Sag nein. Gehen wir auf 55. 28 km/h, das ist ein guter Anfang. So. Jetzt. Muss ich mal gerade hier stoppen. Ja, lass den ausfahren. Suchen wir erstmal den nochmal. So. Nur das in die. In das neue Silo kippen. In die neuen Silos als Vorrat. Ihr wisst ja. Alles hat keinen vollen Hänger mehr. Es geht ins Lager. Hier wird auf der Fläche Zeit. Geht. Allerdings war auch schnell leer. Ist auch nicht mehr so viel drin. So. Und dann fahren wir jetzt mal los, wenn er mal endlich fertig wäre hier beim Abtank. So. Ach, wunderbar. So. Vorsichtig. Haben wir hier keinen Strom. Nichts für Strom. So, tatsächlich ist ein Stromkraftwerk unter Düsen. Hier nichts von wegen. So, die Geräuschhaufe noch einmal so warte, welche ist schön. So. Aber kippst du ab hier? Ja. Ist eigentlich auch noch hinten, theoretisch, ne? Ja. So, jetzt darf ich natürlich nicht halt runterfahren, weil sonst habe ich ein Problem. Wir haben ein sehr gutes Problem. So, wo tut das jetzt hinstellen? Ich glaube, an den Durchspatz-Ding da. Durchspatz-Unfall. Da wird Unterstand. Ich denke mal, da seid ihr gut aufgehoben. So. Das abgeruppelt werden. Ah, ich brauche gar kein Frontgewicht. Haha, der ist ja. Hat er überhaupt keine Fronthydraulik? So, bist du erstmal befreit. Dann kommst du jetzt hier hin. Die spare ich auch mal gerade auf den. Und die spare ich hier hinten, den brauche ich hier hinten gleich wieder für den Raps. Wenn der reif ist. Das dauert dann auch wieder ein bisschen was. Mal die Zeit noch ein bisschen vorlaufen lassen, wieder. So. Wie ruhig der auch ist, ne? Da muss man dort lassen. Schön lassen, Motor hat er. Oh Mann, die Scheiße. Bäume. So, Z. So, mit dem. Wird auch erledigt. Muss man noch einmal hochfahren und dann. Dann.
mal, dort können wir einen Spur einsammeln. Dann können wir gleich mal nächste Folge mit der Silage loslegen. So zumindest der Plan ist. So. Werde ich mal natürlich auch den Kronenhexer wiederholen, weil ich den irgendwie besser finde als hier den Glas. Aber was soll's. So. So. Klapp, klapp. Und ab geht die Luzi. Bin ich mal gespannt. Gehe ich mal ein paar Sprünge gerade das Frontgewicht nach oben. Bring den Hänger schon mal mit. Das ist ja dann auch schon mal auf dem Schneider hier. Und dann heißt es, müssen wir halt zur BGA fahren. Wären vielleicht zwei Hänger. Vielleicht muss ich noch. Ah! Baldur am Arsch gemacht. Heidewitzka, das fehlt mir auch nicht mit. Tor jetzt direkt am Arsch gemacht. Gerade wieder hier hingezogen und recht, So. Gerade das Tor neu. Gerade wieder hier eingezogen, welche Tor am Arsch waren, ne? Komm mal schnell, du scheiß Tor. So. Oh, nichtsdestotrotz eine schöne Map, möchte ich meinen. Schön viele Details, alles. Auch hier die Schilder, alles wunderschön. So, also hier drunter jetzt direkt den Hänger mit und holen uns auch gleich das Frontgewicht. Ich hoffe nur, ich weiß genau richtig, wo man das Frontgewicht hat. Ja genau, das ist doch. Partner Power Push. Das Problem ist für den... So, das kann ich glaube ich nicht gebrauchen, war der da nicht stark... Der Druck... Ja. Der Druck ist... Was haben wir jetzt hier? Die Plane. Aufbau. Taste 0. So. Exit Klappe. Ah. Exit Klappe. Ah. Ach, ja. Jetzt erstmal eher gerade haben. Ist wunderbar. Ja, und die Deutsch. Ich bin aber auch wunderbar gezogen, so ist es nicht. Nichtsdestotrotz welche Kosten an Schlüter setzen. Aber welche noch? Aber ich bin mit denen hier 40 Gramm hart drauf. Muss ich mal testen, was besser ist. Ob ich lieber den Schlüter nehme oder ob ich den Deutsch nehme. So, dich mal gerade hier neben abstellen. So, ich brauche dann nachher. Und so uns jetzt erstmal den Ladewagen. Den schönen großen Ladewagen. So. Ich brauche angucken, nicht vergessen. Und wisst ihr noch, was ich gesagt habe über den Reifen hier an den Seiten? Das Ding ist jetzt geupdatet worden. Das Ding dreht jetzt mit. Und wenn man das Ding startet, geht auch automatisch die Drehzahl, Motordrehzahl um. Ist auch echt geil. Das zeige ich euch dann erst nächste Folge. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.